Hallo Leute, es geht weiter mit Christmas Stories der Nussknacker. Ja, zuletzt haben wir dieses Tierrätsel gemacht und seit dem letzten Part ist einige Zeit schon wieder vergangen, gerade für mich. Das heißt, ich darf gerade wieder von neuem loslegen, hier die Tiere nach der richtigen Reihenfolge zu ordnen. Genau, mir fehlen schon langsam die Wörter. Es ist ja auch schon etwas später für mich gerade. Da darf man auch schon mal einen Hirnausfall kriegen. Nein, Quatsch. Wir konzentrieren uns jetzt. Ich konzentriere mich jetzt. Und dann kriegen wir das schon gebacken. Also zuerst, also der Bär ist jetzt schon drinne wieder. Und dann kam auf jeden Fall der Käfer. Ne? Damit der Käfer hier vorne ist und der Bär war da. Dann kam das nächstgrößere Tier. Ich glaube, das war der Wolf. Vielleicht, wenn nicht, dann... Dann nicht. Dann kommt, glaube ich, das Schwein. Wenn nicht, dann sehen wir es auch gleich. Und dann kommt, glaube ich, nicht der Fuchs, sondern irgendeines der anderen Tiere. Deswegen nehme ich erst den Hasen. Dann nehme ich den Fuchs. Und dann nehme ich den und den. So. Hase, Fuchs, Igel, falsch. Alle anderen waren richtig. Dann das Ganze nochmal. Hase, Fuchs, Igel, falsch. Okay, merken. Hase, Fuchs, Igel, falsch. So, Hase, Fuchs, Igel. Dann mache ich jetzt erst den Fuchs. Der Hase war ja auch falsch, könnte aber jetzt richtig sein. Igel, Maus. Fuchs und Igel falsch. Oh Gott, ich muss mir das immer so schnell merken. Fuchs und Igel falsch. Nein, das war schon falsch. Moment. Fuchs und Igel falsch. Fuchs und Igel falsch. Fuchs und Igel falsch. Fuchs und Igel. Dann erst der Igel, dann der Fuchs, dann der Hase, dann die Maus. Oh Mann! Fuchs und Hase. War falsch. Warum sind die denn jetzt noch verkehrt herum? Oh Gott, ja, ich mach das hier schon auswendig, ne? Ich guck hier gar nicht mehr hin. Ich mach das einfach auswendig. Jetzt kommt das Schwein. Nee, das ist schon falsch. Warte. Der Käfer. Dann kommt der Wolf. Dann kommt das Schwein. Dann, keine Ahnung, was war das? Fuchs und Hase? Fuchs und Hase. Dann kommt jetzt erst der Hase. Dann der Fuchs. Dann der Igel. Nee, es war der Fuchs und Igel, ne? Oh Mann, das ist doch wieder falsch. Ja, jetzt ist wieder Hase, Fuchs, Igel falsch. Oh, ich muss doch vielleicht mitdenken mehr hier und nicht auswendig lernen. Ich will das einfach nur schnell hinter mich bringen. Mann. Aber immerhin kriege ich das schon immer hin. So. Mal überlegen. Bei dem vierten sind wir jetzt. 1, 2, 3, 4. Der vierte ist dann aber schon richtig. Und der vierte war jetzt zuletzt das Schwein. Das Schwein ist also hier jetzt. Geht also nur noch darum, welcher hier dann ist. Und da dann kommt. Da, wo der Bär jetzt ist und der Käfer. Es müsste doch aber trotz alledem das nächstgrößere kommen, oder nicht? Warum ist der Fuchs dann immer falsch? Ich bin zu blöde dafür gerade, echt. Ich, keine Lust mehr. Doofes Rätsel hier. Oh Mann, ich will nicht mitdenken. Hier, Bär. Bär. Wolf. Schwein. Jetzt kommt bestimmt... Oh Mann, ich weiß es doch auch nicht. Das war jetzt bestimmt falsch, ne? 1, 2, 3, 4. Dann kommt der Fuchs nämlich hier jetzt gleich dann hin.
Und deswegen ist das voll falsch. Alles voll falsch. Nee. Sag ich doch. Fuchs und Igel, Fuchs und Igel. Fuchs und Igel war falsch. Fuchs und Igel, sag ich doch. Immer derselbe Schmuh hier. Es sind ja nur zwei. Vielleicht muss ich auch nur die beiden austauschen. Jetzt habe ich den Fuchs genommen. Dann nehme ich jetzt den Igel. Weil die waren, glaube ich, nur verkehrt rum. Ja, so mache ich das jetzt. Na, na, na. Kann voll nicht stimmen. Oh mein Gott, ich hab's endlich hinbekommen. Dabei ist mein Hirn gerade so hohl. Ja, ich hab hier ganz toll, ganz toll. Ist auch egal. Ich hab's geschafft. Und der Zahn muss ausgefallen sein. Toll. Was ist das jetzt eigentlich hier? Bildfragment. Dann kann ich ja gleich das nächste Rätsel machen. Vielleicht macht mir das ja jetzt mehr Spaß. Was hab ich? Das Trinkhorn. Und was noch? Nö. Kanonenkugel, okay. Schießpulver und Kanonenkugel, das verheißt ja schon mal was sehr Gutes, ne? Schon wieder diese Spinnenweben. Was soll denn das hier die ganze Zeit? Was mache ich denn jetzt? Wo darf ich jetzt was in die Luft sprengen? Ich weiß gar nicht wo und wozu. Hier, das Fenster, oder? Hier. Ich bombardiere dich, du Eule. Ich muss wohl etwas investieren. Ist denn im Leben nichts umsonst? Nee, ist es nicht. Ich probiere mal alles aus, aber ich glaube, das nutzt mir nichts. Noch irgendwas hier? Was war hier? Da war, reicht das Feuer nicht, ne? Mit der Hand kann ich ihn nicht lösen. Der Trichter ist festgeschraubt. Kann ich den abballern? Kann ich denn mit der Kanonenkugel jetzt hier loslegen? Wie kann ich die Bretter entfernen? Vielleicht mit Fred? Fred, kannst du das? Nö. Fred kann das auch nicht. Kannst du das? Auch nicht. Ihr seid alle so nutzlos, meine Freunde. Alles muss man alleine machen. Ja, ja, ja. Kann ich das hier aufsprengen? Wie denn auch? Ich meine... Keine Ahnung. Schloss aus Eis. Nussknacker, geh doch mal dahin. Oder hier, er hier. Geht alles nicht? Warum denn nicht? Ich brauche einen Tipp. Neben dem Bibliotheksengang hat der Schneemann den Weg zum Rad freigemacht. Nimm das Rad. Kann ich den Schneemann anschießen? Oder... Was? Kann ich den hier wegbomben? So. Moment mal. Heißt Kerze, dass da was war? Nee, mein Standort. Hier kann ich jetzt etwas tun. Beim Schneemann? Dönene. Wo bleibt die Musik? Ach, hier ist noch eine Puppe. Nee, das ist keine. Ich habe mehrmals draufgeklickt. Das ist keine. Ganz bestimmt nein. Und ich hatte die auch schon. Ich weiß, dass ich in diesem Bild die auch schon hatte. So, der Schneemann. Der guckt ganz böse. Kann ich das nicht einfach kombinieren? Was soll ich denn machen? Ich hab doch nix. Ja, das Rad. Toll, das Rad. Aber was soll ich mit dem Rad? Ich soll zwar das Rad hier nehmen, aber... Ja, nu. Und nu? Gehe ich wieder auf die Karte. Die Karte sagt ja eh immer so schön, wo was zu tun ist. Echt? Hier ist was zu tun? Echt? Mhm. Hier vielleicht? Mit dem Drachen? Dings? Bums? Hier? Rad? Nein, hier am Karren bestimmt. Da gehört das Rad bestimmt ran. Ja, genau. Tada! Und jetzt ist das Kanonending auch fertig. Stimmt, ich hatte ganz vergessen, dass hier eine steht. Ich wollte gerade sagen, ohne eine Kanone können wir auch nicht schießen. Oh klar, ich brauche Pulver. Hab ich. Alles da. Jawohl. Schießen wir jetzt auf den Schneemann? Nein, wir nehmen die
ganze Kanonending mit. Ich kenne diese Symbole. Das ist der Maya-Kalender. Allerdings fehlen zwei Kacheln. Wie kommt denn hier jetzt noch ein Maya-Kalender hin? Ich muss die fehlenden Kacheln finden. Mhm. Das ist ja hochinteressant, dass wir hier jetzt auch noch einen Maya-Kalender haben. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Schneemann, ne? Der wartet sicherlich schon. Hier ist er schon. Und jetzt ballern wir voll auf ihn drauf. Sag ich doch. Kaboom, Schneemann putt. Ha, nimm das, du überdimensionierter Schneeball. Haha, hoho, was hat er fallen lassen? Seine Arme, wahrscheinlich Stöcke. Das ist ja sehr schön. Bisschen eklig. Und ein Wo kommt denn der Zahn her? Der Zahn, der gehört zum Keiler. Oh, der Stein scheint locker zu sein. Kannst du das gleich mit dem Zahn hier? Oder so? Dann nicht. So, jetzt ist die Tür ja frei. Habe ich nicht eine Ratte mit dem Schlüssel verschwinden sehen? Zufällig habe ich den Schlüssel schon. Und kann jetzt... Oh nein, nicht sowas wieder. Muss man so schnell sein. Die Metallstifte fehlen. Ach, das ist schön. Da komme ich ja noch drum rum. Ich muss die Metallstifte finden, um ein Schloss zu finden. Ah, das ist schön. Ich habe das nämlich jetzt nicht vorgehabt zu tun. So, dann gehen wir nochmal unseres Weges hier hin. Nein, das war der falsche Weg. Ich will da nicht immer raufklicken. Ich möchte zurück zur Kreuzung. Dip, 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 dip. Hier ist nämlich der Keiler. Den geben wir jetzt seinen Zahn, dann öffnet er seinen Mund, sage ich doch. Und dann haben wir eine Feuerrune. Wo war das jetzt nochmal mit der Rune, wo ich hin soll? War das jetzt... Das war eine Kachel. Na jetzt, das hat mich hier völlig durcheinander gebracht. Nein, es fehlte doch irgendwo anders eine Rune. Ich weiß es genau. War das da drinne? Da waren wir doch heute noch gar nicht. Also nicht in diesem Part. Benötige ein Werkzeug, um die Schraube zu lösen. Ach ja, was ihr nicht alles immer braucht. Karte, bring mich mal dahin, wo ich hin soll. War das hier? Hä? Bin ich echt so pan und... War das die Kachel? Die hier? Der vierte Birne? Da ist doch hier Feuer. Guck mal, eine geht schon mal. Ach, das reicht auch. Und schwupps, hab ich eine Königinnenstatue. Ja, wo kommt die denn jetzt hin? Ich nehme fröhlich einfach die Karte, da sind wir ein bisschen schneller. Vielleicht hierhin? Genau, da passt sie gut hin. Zack, hab ich. Was hab ich? Metallstifte, 3 von 6. Ach Mensch, dann können wir ja bald das Schloss öffnen. Es gibt doch ein Werkzeug, mit dem man Korken herausziehen kann. Das hab ich nicht, ich hab Stöcker. Ist doch auch schon mal was, hä? Ja, Lilly. So ist das. Stöcke. Stöcke, Stöcke. Stöcke, ich habe keine Ahnung. Stöcke. Stöcke, 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 Stöcke. Hier vielleicht mit den Stöcken? Hä? Hier an der... Ach, da ist noch eine Puppe. Juhu, ich habe noch eine Puppe gefunden. Sammle versteckte Puppen. 13 von 25 habe ich schon. Das ist doch schön. Nur das mit den Spinnenweben verstehe ich noch nicht. Was mache ich denn jetzt mit den Stöckern? Hier irgendwie was? Oder kommt hier einer von denen ran? Niemand kann mir helfen. Was ist mit der Eule? Oder was ist hiermit? Ich muss wohl etwas investieren. Vielleicht soll man da... Ist das ein Ring? Soll ich da einen Ring reinwerfen oder irgendwie sowas anderes? Ich habe keine Ahnung. Können wir da... Nein, ich kann da nichts machen. Was soll ich denn dann hier? Gehe zur Jagdhütte. Zünde mit Hilfe der Stöcke. Das Kerzenlicht ist ein Feuer. Ach so, natürlich. Ich soll Feuer... Ach ja. Ach ja.
Der Kamin wurde wohl schon seit einer Weile nicht mehr benutzt. Er ist komplett vereist. Oh, ich bin so doof. Natürlich, ich soll Feuer machen. Dafür hätte ich den Tipp gar nicht brauchen sollen. Hier kommt wieder unser verpeilter Kerzenleuchter. Gib alles, Kerzenleuchter. Ja, hast du toll gemacht. Mein zuverlässiger Freund weiß, wie er mich warm hält. Das ist ja schön. Zack, haben wir einen Hammer. Und eine warme Suppe? Eher nicht so. Kann ich mit dem Hammer das hier eindeppern? Warum denn nicht? Dann nicht. Was könnten wir denn jetzt Schönes mit dem Hammer machen? Zum Beispiel könnten wir das hier einschlagen. Oder abreißen, also je nachdem. Und? Wimmelbild? Jawohl, ein Wimmelbild. Wir suchen eine Raupe und eine Sicherheitsnadel als allererstes. Die Raupe sehe ich schon. Und die Sicherheitsnadel darunter. Stern, Schmetterling, Muschel ist das nächste. Schmetterling. Stern. Nimm den Stern. Es ist ein Stern. Warum gilt das nicht als Stern? Ja, dann... Warum nicht? Dann nicht. Ein anderer Stern. Der Stern. Der Stern. Muschel. Halskette, rotes Juwel. Das war nicht das rote Juwel. Da ist das rote Juwel. Halskette. Halskette. 8 plus 8. 16. Wo ist denn die 16? Wo ist sie denn? Oder soll ich sie hinschreiben? I don't know. Ich weiß es noch nicht. Was ist das hier? Ein Stift? Dann bestimmt hinschreiben. Da ist sie. So, Schlüssel auch noch. Den habe ich auch schon gefunden. Wo ist die Halskette? Das ist die Halskette oder das? Das hier. Da war die Halskette. Säbel. Da nicht. Das war noch nicht ein echter Säbel. Ich finde diese Hintergrundgeräusche gar nicht mal so unheimlich irgendwie. Für ein nettes Weihnachtsspiel. So ein bisschen gruselig sogar. Metallstifte. Das sind bestimmt die anderen, die wir brauchen. Wo sind die denn? Die waren doch so goldenmäßig. Die hier? Nö. Da sind sie drinne. Hätte man eigentlich blau machen... Nee, Quatsch, andersrum. Es war schon richtig von der Farbe. Ich bin nur so doof. Ich suche den Säbel. Und der Säbel... ich glaube, das sei jetzt festgeknotet. Dann kommen wir auch an den Säbel nämlich ran. Jawohl, es könnte sich als nützlich erweisen. Denn jetzt haben wir auch alle Metallstifte. Dann gehen wir doch mal glatt raus. Und öffnen die Supertür. Das wird bestimmt toll jetzt wieder. Jetzt haben wir auch alle. So, jetzt geht's wieder los hier. Wie geht denn das? Also, klicke auf die Metallstifte, um Steine in einer Spalte oder Reihe des Schlosses zu verschieben. Du kannst die Steine nach rechts, links, oben oder unten verschieben. Klicke auf die Pfeiltaste links, um eine Schlüsselkombination auszuprobieren. Yay! Woher weiß ich, was geht? Also... Wie mache ich denn das jetzt? Jetzt kommt die schöne Weihnachtsmusik schon seit ein paar Sekunden, während ich natürlich mich konzentrieren muss, ne? Und gerade eben so beim Wimmeln Stille. Schön. Geh mal wieder runter, Schlüssel, genau. Denn ich muss ja jetzt hier irgendwie rumprobieren und habe gar keine Ahnung. Wie geht denn das jetzt? Ich glaube, die müssen einfach nur oben alle rangucken. Das heißt, der muss noch zwei nach oben. Eins, zwei. Oder wie? Ich habe den Dreh noch nicht raus anscheinend. Probier das gerade erstmal nur bei diesem einen hier. Aha.
Moment. Ist der jetzt schon eingeklockt oder nicht? Ich rall das gerade noch nicht. Ich nehme mal einen da weg. Hä? Ja, das ist toll. Die, also meiner Meinung nach müssen die Stäbe doch da so bis hier oben hinkommen, oder verstehe ich das falsch? Und dann kann ich die ja hier unten auch noch. Das ist noch nicht so ganz von mir verstanden. Deswegen probiere ich jetzt einfach rum. Das war ja bei dem Tierrätsel aber genauso, ne? Das, die schwierigen Rätsel mache ich jetzt immer so zum Ende des Parts, damit ich ganz geschickt offline immer gucken kann, wie der Kram eigentlich geht. So, dass ich, wenn ich wieder zuschalte, total Bescheid weiß. Aber ich habe das Gefühl, dass ich bei dem Rätsel irgendwie pflegehaft die Montage um Steine in einer Spalte oder Reihe des Schlosses zu verschieben. Okay, du kannst die Steine nach rechts, links, klicke auf die Falltaste links, um eine Schlüsselkombination auszuprobieren. Ja, aber so wirklich, wann ist es denn richtig? Das ist irgendwie, weil es macht auch so ein Klackgeräusch, das irritiert mich so ein bisschen, denke ich mir auch, das stimmt schon. Ich würde ja hier eigentlich mehrere nehmen, damit das hier oben andickert. Aber irgendwie, es gehen ja auch nur drei in eine Reihe. Von daher, das verstehe ich noch nicht. Ich muss mich damit tatsächlich noch ein bisschen auseinandersetzen. Bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen von unserem netten Weihnachtsspiel und freue mich auf den nächsten Part von Christmas Doys, der Nussknacker. Danke, tschüssi, bis zum nächsten Mal.